So, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur zweiten Folge oder zur dritten Folge der zweiten Staffel. Ja, ich musste ganz kurz unterbrechen, weil, falls ihr was im Hintergrund hört, bei uns stürmt es gerade wie blöd. Und was mir noch aufgefallen ist, unsere Fußverletzung fängt wieder von vorne an zu heilen. Das haben sie also auch noch nicht gepatcht, also eher. Schade. Aber gut, das ist nur ein Programmierer, das kann man verkraften. So, ich hoffe, wir kommen noch nach Hause. Ich hoffe, ich laufe auch in die richtige Richtung. Denn es wird immer später und ich kann nicht rennen. Immer noch halb. Also noch ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber ich möchte doch zusehen, dass ich so schnell wie möglich jetzt nach Hause komme. Das da vorne müsste das Haus sein, wo wir die Garage durchsucht haben. Das heißt, ich müsste eigentlich auf dem richtigen Wege sein. Ich hoffe es zumindest. So, ich kann ja ein bisschen was mitnehmen auf dem Weg. Das stört ja niemanden. Steine. Gut, die Steine sind nicht gut genug. Da oben, genau, das war die Garage, die ich durchsucht habe. Oh, verletze ich mich. Das ist so ärgerlich. Ich kann nicht rennen. Ich kann nichts machen. Ich kann nur nach Hause spazieren. Das wird ein langer Spaziergang, Freunde. Das kann ich nicht ändern. Ich bin verletzt. Bestimmt, wenn ich das jetzt bandagiere, dann könnte ich wieder rennen. Aber ich habe leider noch keine Bandagen. Wir fangen halt bei Null an. Ist halt momentan einfach nichts da. So, da vorne. Ich hoffe, ich renne jetzt nicht genau dem Scharfschützen irgendwie entgegen. Aber ich glaube, der war da hinten, ne? Und ich hoffe, ich komme rechtzeitig, bevor es dunkel wird, nach Hause. Weil ich ehrlich gesagt ein bisschen Panik davor habe, was in der Nacht passiert. Ich weiß nicht, wie viele da nachts unterwegs sind von den Zombies, aber so wie ich das mitbekommen habe, sind nachts wirklich einige unterwegs. Und draußen stürmt es bei mir. Ich hoffe, das ist nicht allzu laut bei euch. Geht ganz schön ab. Gewitter, Wind, Regen. Stürmt richtig. So. Hier ist strahlender Sonnenschein und bei mir draußen im Real Life, da geht die Welt unter. Okay. Na, da, da, di, da, da, da. War das nicht die Hütte mit dem... Genau, das war die Hütte mit dem Brunnen, wo wir auch kurz reingeguckt haben. Und hier ist der Löwe ohne Gesicht. Das da hinten könnte unser Haus sein. Das hoffe ich jetzt zumindest. Dass es das ist. Weil dann schaffen wir es noch. Wenn es das nicht ist, weiß ich nicht, ob wir das noch hinkriegen. Oh, und sich nicht schnell bewegen zu können, ist natürlich eine Qual irgendwie. Aber ich glaube, das ist es. Ja, das ist unser Haus. Juhu, wir haben es nach Hause geschafft. Wir haben es nach Hause geschafft. Was mir noch aufgefallen ist, früher ist hier alles voll mit Hühnern gewesen. Irgendwie sind hier jetzt überhaupt keine Hühner mehr. Finde ich ein bisschen komisch, seltsam. Na gut, es ist anscheinend wirklich ein bisschen schwieriger geworden, in dieser Welt zu überleben und sich was aufzubauen. Finde ich allerdings gar nicht so schlecht, weil ein bisschen einfach war es dann doch. Man hat ziemlich schnell sich zumindest so eingebaut und ziemlich schnell sich so safe gemacht, dass man jetzt erstmal nichts mehr zu befürchten hatte. So. Home sweet home. Das ist doch unser Zuhause, oder? Ach, die Garage hat hier auch noch eine Tür. Hoffe ich jetzt mal. Kann ich die zumachen? Ja, die kann ich zumachen. Ja, hier sind wir zu Hause. Kann ich das bitte fertig bauen? Ich brauche Holz. Genau, wir brauchten Holz. Wir haben ja jetzt eine Axt. Eine Axt. Ich pack mal das ganze Zeug weg. Tralali und tralala. So, Federn, Sticks. Und wir müssen jetzt dann erstmal sortieren. Ich will gleich Ordnung reinbringen, sonst blicke ich hier nicht mehr durch. Wir haben schon zwei Autoreifen. Zwei Motoren müssten wir haben. Dann heißt das, es fehlt uns eigentlich nur noch eine Zündkerze. Und uns fehlt... So, die Axt. Kann ich die hier? Ja, die kann ich hier unten mitnehmen. Dann lasse ich das Ding hier. Das heißt, uns fehlt ja eigentlich nur noch eine Batterie und Zündkerze. Und zwei Reifen nochmal.
Dann könnten wir uns das Auto da reparieren. So, aber jetzt erstmal hier Bäumchen fällen. Ist es gerade wesentlich dunkler geworden? Okay, das Bäumefällen scheint jetzt auch länger zu dauern wie früher. Dafür kostet es, glaube ich, auch nicht mehr so viel Stanima. Aber es dauert länger. Was auch wieder irgendwo zum Realismus wahrscheinlich beitut. So. Oh. Okay. Block. So. Da kriege ich natürlich Sticks und Blätter. Das ist natürlich sehr gut. Die nehme ich natürlich gleich alle mit. Hervorragend. So, Holzstämme. Säge haben wir ja, glaube ich, schon. Das heißt, wir können uns Holzbretter machen. Der eine Baum reicht mir auch erstmal. Aber es ist ein bisschen nervig, dass ich nicht mehr rennen kann. Das geht jetzt alles so zäh voran. So, wo ist denn unsere... Huch, jetzt habe ich das Messer genommen. Wo ist denn unsere Säge? Wir hatten schon eine, das weiß ich. Wo habe ich die hingepackt? Ah, hier ist sie. Kann ich die auf die 4 legen? Nein, die kann ich so nicht verwenden. Okay. Dann heißt das, ich muss jetzt hier erstmal... Ich glaube, ich mache das im Haus. Ganz ehrlich, ich habe echt Pipi in der Hose. So, wir gehen nach oben. Und dann... Wie war das nochmal? So war das, glaube ich, oder? Nee, so war das nicht. So war das. Holzbretter. Machen wir uns mal 12 Stück. Das dauert zwar eine gute Zeit. 17 Uhr... 18 Uhr... 19 Uhr fast. Es ist jetzt zwar schon dunkel. Ist es dunkel? Ja, späte Dämmerung. Ich glaube, ich baue das Zeug doch ins Haus. Mir ist da irgendwie nicht wohl dabei. Kann ich das noch canceln? Kriege ich dann meine Materialien zurück? Ja, kriege ich zurück. Sehr gut. Ich hoffe, alle, die schon da drin waren. Vielleicht habe ich jetzt auch was verschwendet. Aber gut, ich will es doch lieber im Haus haben. Ich habe da ein bisschen Bedenken, wenn das Ding nicht im Haus ist. Und in der Garage machen wir dann was anderes. Mal gucken, was wir in der Garage machen. Ich hätte es dann doch lieber gerne im Haus. Da fühle ich mich einfach sicherer. Und dann kann ich während des Nebels auch immer was machen. So, dann werde ich den Raum hier wieder nehmen, denke ich. Gut. Okay. Dann bauen wir. Wir bauen jetzt erstmal die Workbench. Die hatte ich immer hier stehen. Das fand ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Klopp, klopp, klopp. So, das Holz. Wir brauchen immer noch Holz. Haben wir noch... Können wir noch Holz herstellen? Ich hoffe es... Oh, jetzt ist Nacht. Nacht ist nicht gut. Nacht gefällt mir gar nicht. Ich habe Angst. Okay, ein Holz habe ich noch. Ja, dann komm. Machen wir halt nochmal 4 Holzbretter. Dann vergeht auch ein bisschen Zeit. Oh, ich habe Durst. Und Hunger. Gut, wir müssen erstmal die Taschenlampe anmachen. Ich hoffe, die Zombies sehen das Licht nicht. Okay, ich mache mal meine Kopfhörer ein bisschen lauter. Ich habe gerade etwas gehört. Ich lausche gerade und ich höre immer noch die Türgeräusche, die überhaupt keinen Sinn machen, weil hier ja keiner sein dürfte. Oh, hier wäre Holz gewesen. Ich bin so toll. Wir müssen dringend etwas trinken. Und auch etwas essen. Ist aber, glaube ich, besser, wenn ich erstmal nur was esse. Weil das gibt ja auch immer ein bisschen Trinken noch mit dazu. Zumindest die Pfirsiche. So, erstmal was schnabulieren. Könnte ich eigentlich mir gleich noch was reinpfeifen, wenn ich noch was hab. Hier schon mal nicht. Komm. Schlabber, schlabber. So, eine gute Coke. Ziehen wir uns auch noch rein und jetzt geht's uns wieder hervorragend.
War hier was drin? Ah, hier ist noch Ammo. Ein Hammer? Okay. Okay, wir haben Säge, Hammer, Axt. Ich glaube, wir haben dann eigentlich so ziemlich alles, oder? So, die Workbench ist fertig. Dann brauchen wir jetzt als nächstes unbedingt Schränke. Ich muss mich da erst wieder an die Steuerung gewöhnen irgendwie. Wo waren denn die Schränke nochmal? Hier. Na komm. Da bauen wir gleich mehrere von. Die brauchen wir so oder so. Wir wissen ja noch aus der ersten Staffel, wie viele Schränke wir gebraucht haben. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. So, drei. Mache ich erstmal vier Stück. Die werde ich eh nicht alle bauen können. Von den Materialien her, die wir jetzt haben. Na komm. So. Holzbretter brauche ich auch für die Schränke. Okay. So, die Holzbretter habe ich alle. Habe ich noch Eisen und Komponenten? Waren das früher nicht nur Eisen und Komponenten? Und da ist das Soundsample wieder vorbei und mich juckt's am Rücken. Ich muss mich kratzen, tut mir leid. Ich muss die Taschenlampe anmachen. Ihr seht sonst überhaupt nichts. Es ist echt viel dunkler wie früher. Und ich höre Gehechel. Gruseliges Gehechel höre ich. So, ich nehme alles an Komponenten und alles an Eisen, was ich gefunden habe bis jetzt, an mich, also ins Inventar. Vielleicht kriege ich sogar vier Schränke zusammen. Dann kann ich zumindest schon mal grundsortieren. Ja, das müsste klappen. Das könnte klappen. Meine Verletzung ist verheilt, ne? Ja, ich kann wieder rennen. Sollte ich jetzt vielleicht nicht, aber ich könnte es. So. Alter. Ich höre sie da draußen. Ihr hört das jetzt vielleicht nicht, aber ich höre das auf meinen Kopfhörern so extrem. Das macht die Nacht wirklich ein bisschen... Wirklich ein bisschen gefährlicher. Ist jetzt halt extrem dunkel bei euch, das tut mir jetzt echt leid, aber ich habe echt ein bisschen Panik davor, das Licht anzumachen. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie die auf Geräusche reagieren. Und wenn ich hier baue, man hört jetzt zwar nichts, aber ich glaube, das wird noch nachgepatcht, dass das... Sein Kopf. Panik! Alter, nicht dein Ernst. Okay, wir müssen auf jeden Fall unsere Basis wesentlich schneller sichern wie früher, weil sonst können wir nachts überhaupt nichts machen. Alter! Wie spät ist es? 23.10 Uhr und wir haben noch kein Bett, wir können noch nicht pennen. Das wäre eigentlich sogar noch wichtiger wie die Schränke. Das hier ist das günstigste, wir brauchen wieder Holz. Okay, wir haben kein Holz mehr. Haben wir noch Holz? Einen. Ein Holz. Ich hätte mir zuerst ein Bett bauen sollen. Oh Mann. Die Komponenten hätten wir. Ich glaube, wir hätten sogar die Lappen, also die Racks. Ich baue mir jetzt erstmal das
normale, stinknormale Bett hier hin. Ja, das war's. Mehr habe ich nicht. Ich gehe doch da nicht raus. Ich gehe doch da jetzt nicht raus. Sind überall ums Haus rum. Ist das gut gemacht? Ich brauche das eigentlich gar nicht machen. Ich habe eh kein Holz mehr. Alter, ist das ein ungutes Gefühl gerade. Mich springt doch gleich von hinten was an. Ich weiß es doch. Und ich weiß halt auch nicht, wie die auf Geräusche reagieren. Ob die das überhaupt hören, was ich hier mache. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie so programmiert sind, dass wenn die in der Nähe sind und die hören Geräusche, dass die da hingehen. Ich muss unbedingt die Base sichern. Ich bin fast schon am Überlegen, ob wir die Workbench nicht nach oben verfrachten. Weil hier oben ich mich doch noch ein bisschen sicherer fühle, weil die sehen mich da halt nicht. Und ich mache hier meinen Bauraum oder so. Dass wir hier halt die Workbench hinstellen. Oder ich mache hier mein Schlafzimmer rein und mach dann hier den Bastelraum draus. Oder hier die ganzen Schränke rein. Puh, schwierig. Ich hätte das, glaube ich, gern lieber oben im Haus als unten. Weil es dann auch immer unpraktisch, wenn ich was bauen will und ich muss jedes Mal hoch im Haus und dann wieder runter. Wir müssen einfach das Haus absichern. Dass die gar nicht mehr bis zur Haustür kommen können. Ich brauche gar nicht runtergehen. Ich habe kein Holz. Ich kann nichts machen. Ich kann doch jetzt die Folge nicht beenden hier. Aber ich kann definitiv nichts machen. Ich kann jetzt hier noch die Lappen reinballern. Haben wir keine Komponenten mehr? Ich habe die Komponenten alle verballert. Das kann doch nicht sein. Habe ich alle Komponenten schon verballert? Ey, wir brauchen unbedingt ein Bett. Okay. Welche Munition brauche ich denn eigentlich für das Ding? Das ist Revolver-Ammo. Die nützt uns gar nichts. Das ist die 9mm, da hätte ich gern wieder eine. Unbedingt. Sogar. Das ist auch Revolvermunition. Das ist Schrotmunition. Batterien. Hammer, Säge. Ich kann ja mal sortieren, zumindest so ansatzweise sortieren. Alter, und ich habe die Viecher im Ohr, ne? Das ist so übelst unangenehm. Und ich muss unbedingt pennen. Ich bin schon total am Ende. Wir müssen morgen auf jeden Fall sofort los und Komponenten und Holz besorgen, dass wir ein Bett machen können, dass wir mal pennen können. Weil sonst haben wir echt ein dickes Problem. Okay, die Nägel kann ich mal raustun. Sticks, Blätter. Die Schokoriegel kommen woanders hin. Steine, der Motor kommt auch woanders hin. Die Ammo kommt woanders hin. Die Ammo haben wir hier. Werkzeuge, dann mache ich hier einfach mal die Nägel und das Alteisen. Die Federn hätte ich gern woanders. Das kommt ja woanders rein.
Die Streichhölzer packe ich zum Werkzeug dazu. Hier ist eine Coke, was zu essen. Noch eine Coke. Die Flasche Wasser, die leer ist. Das Salz. Die Schokoriegel kann man auch hier rein tun. Die Federn, die Batterien. Die Batterien kann man nicht stacken. Finde ich jetzt nicht so geil. Den Motor packe ich mal da jetzt erstmal mit rein. Naja, wobei, komm. Das packe ich zu Autosachen. Dann kann ich hier die Batterien erstmal reinlegen. Was haben wir jetzt hier drin? Was zu essen und zu trinken? Was zu essen? Ich meine, ich kann jetzt in der Nacht eh nichts anderes machen und wir haben gerade mal 0.20 Uhr. Ich kann doch auf dem Boden pennen, oder? Ging das nicht? Ich gehe mal kurz nach oben und schaue, ob ich auf dem Boden einfach mal pennen kann. So, psch. So, wie ging das? Nein. Nein, nein, nein. Ich muss alle Tasten durchprobieren. Ich will jetzt nicht nachgucken. Okay, da kann ich bauen. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Da stehe ich auf. Das ging irgendwie. Ich weiß bloß nicht mehr, wie. Oder haben die das rausgenommen? Geht das nicht mehr? Da mache ich die Taschenlampe an. Ich gucke ganz kurz mal. Wisst ihr was? Wir machen das anders. Ich beende jetzt hier die Folge und entweder ich warte, bis es wieder Tag ist, weil das ist jetzt für euch echt unspannend. Und dann geht es entweder am Tag weiter oder es geht hier gleich in der Nacht weiter, wenn ich rausgefunden habe, wie ich schlafen kann. Ne? Also dann, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Salut!